Diese Geschichte beginnt an einem Frühlingstag im April des vergangenen Jahres. Sie spielt am Vierwaldstättersee und in der Karibik. Sie spielt zwischen Himmel und Erde, zwischen der Schweiz und der Dominikanischen Republik. Es ist die Geschichte einer Familie und ihrer Suche nach dem Glück, irgendwo zwischen hier und dort. Die Geschichte handelt von Carlos und seiner Freundin Manuela Müller und von drei Generationen der Familie Feierabend. Das junge Paar vertreibt sich die Zeit mit Spaziergängen, denn bald wird es soweit sein, sie werden Eltern eines kleinen Jungen werden. Carlos, der Schweizer aus der Karibik, und Manuela, die Tochter eines Eisenbahners aus Sillenen. Carlos wohnt heute im Kanton Uri, genauso wie seine Brüder, die alle hier leben. Sie haben hier Arbeit und Freunde gefunden. Und manchmal treffen sie sich bei ihren Verwandten, bei Tante Lisbeth und Onkel Sepp in Flüelen. Carlos und Manuela, Freddy und Lani und Pepe mit Tatjana. Tante Lisbeth und ihr Mann Sepp ersetzen den Brüdern ein wenig die fehlende Familie. Im Untergeschoss von Manuelas Elternhaus bewohnt das junge Paar eine kleine Zweizimmerwohnung. Carlos und Manuela sind sozusagen rund um die Uhr damit beschäftigt, sich auf die Geburt ihres Kindes und auf das Leben als Eltern vorzubereiten. Was macht ihr jetzt, Carlo? Wir machen einen Wickeltisch für unsere Baby. Was meinst du, wie wird sich dein Leben verändern? Ja, es kommen schon andere Zeiten, oder? Und wir freuen uns daran. Seid ihr auch ein bisschen nervös? Ein wenig, ja. Wir können auch nicht warten, oder? Wir wollen schon, dass es rauskommt. Ja. Ist das etwas, wovon ihr geträumt habt, Eltern zu sein? Ja. Ja, ich wollte immer Vater werden. Ich wollte schon viel früher. Ja. Haben wir schon bald. Und wie wird euer Leben dann sein als junge Eltern? Was denkst du? Ja. Weiß nicht. Aufregend. Aufregend, ja. Alles neu. Ja. Lauter. Ja. Lauter, ja. Aber es wird was Schönes. Mhm. Es gehört auch zum Leben. In der Zeit des Wartens ist aus Carlos so etwas wie ein Künstler geworden. Er hat damit begonnen, bunte Bilder herzustellen, Bilder, die ein wenig an die naive Kunst der Karibik erinnern. Das passt insofern zu Carlos, als er, obwohl er nun schon 9 Jahre in der Schweiz ist, immer wieder von der Karibik träumt und sich auch immer wieder in diese Traumwelten flüchtet. Bist du jetzt ein Künstler geworden? Ja, für mich, ich weiß nicht. Ja, fast. Muss noch viel lernen, aber Ideen habe ich schon. Was glaubt ihr an Carlo? Alles. Gibt es nichts, was dir nicht gefällt? Ja. Manchmal ist er ein bisschen in der Wolke, lebt ein bisschen in der Wolke. Die Wolke? Mhm. Ist er die Wolke? Ja, einfach so in den Träumen. Ja, das ist schon gut, ohne Träume. Nein, nicht, dass du nicht Träume hast, sondern einfach
Manchmal gerade ein bisschen viele Träume. Aha, ja, schon gut. Es läuft immer was. Wird nie langweilig mit ihm. Und ein ganz herzlicher Mensch. Ein paar Tage später bin ich wieder zurück in der Innerschweiz. Manuela hat den kleinen Caio auf die Welt gebracht. Und Carlos ist im Vaterglück. Ich bin so wie in einem Traum immer noch. Seit das erste Mal, oder, wenn ich da gekommen bin, sie hatte so Schmerzen. Und ja, kann noch nicht so richtig erfassen. Aber ist schön. Meinst du, dein Leben wird sich ändern jetzt durch das, dass du Vater bist? Es fängt schon an. Es hat schon angefangen. Aber ich freue mich. Sehr. Was ist anders? Anders. Jetzt sind wir zu dritt. Ja. Jetzt weiß ich, wenn ich nach Hause komme, es ist nicht nur Manuela zu Hause, sondern das Baby auch, oder? Und es ist schön, einfach, wenn ich von der Arbeit komme und Manuela mit dem Baby auf mich warten. Nach ein paar Tagen fahren die jungen Eltern und der kleine Caio nach Hause. Caio, der nach dem Spitznamen seines Großvaters Kari getauft ist. Aha, okay. Bist du müde? Mhm. Finde ich schön, wenn wir nach Hause gehen können. Du auch? Ich bin nie da reingekommen, Silly. So ist nun die nächste Generation angekommen in dieser schweizerisch-karibischen Familie. Und für Carlos und Manuela ist das Glück perfekt. Doch den ersten Anlauf zur Familiengründung hatte ja der jüngste der Brüder, Samuel, gemacht. Vor 2 Jahren hatte er die damals 17-jährige Daira Casado in der Karibik geheiratet, die heute mit ihm zusammen in Altdorf lebt. Für die junge Frau ist es ein weiter Weg. Wenn sich die beiden unterhalten, dann tun sie dies meist auf Spanisch und die Gespräche drehen sich oft um die alte Heimat in der Karibik. Irgendwie hier und doch noch nicht richtig da. Und so hatte die Geschichte von Sami und Daira begonnen. Es war an einem nasskalten Wintermorgen vor 2 Jahren in Zürich-Kloten, als Samuel seinen Plan in die Tat umsetzte. Ein Tag wie gemacht zur Abreise in die Tropen. An diesem Tag hatte sich Samuel, der jüngste der Feierabendbrüder, auf den Weg gemacht ins Land seiner Mutter, in die Dominikanische Republik. Samuel hatte ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte als erster heiraten. Drüben in der Karibik wartete seine Braut auf ihn. Kurz vor Weihnachten 2012 sollte die Hochzeit sein. Thank you.
Samuels Reise führt ins Hinterland der Dominikanischen Republik, hinauf in die Berge, dorthin, wo sich kaum ein Tourist verirrt. Hier lebte Samuel bis zu seinem 15. Altersjahr. Es ist eine Reise in die Vergangenheit und in die Zukunft zugleich. Denn dort, wo er aufgewachsen ist, wartet jetzt seine Braut auf ihn. Und das ist sie. Daira, 17 Jahre alt, verliebt und verlobt, ein schweizerisch-karibisches Paar auf der Zielgeraden in die Ehe. Fast ein Jahr haben sie sich nicht gesehen. Und was ist er denn so für ein Typ, will ich wissen. Oh, sagt Daira, er ist schön und sympathisch. Hermoso. Und sie? Fantastisch. Sehr romantisch und hübsch. Und sehr gute Menschen. Bald nach der Ankunft gehen die beiden auf den Friedhof. Dort liegt Samuels Vater begraben, Karl Feierabend. Dieser war anfangs der 80er Jahre hierher ausgewandert und hatte mit seiner Frau Marina 4 Söhne. Karl Feierabend aus der Schweiz starb am 21. Februar 2007 mit 62 Jahren an einem Herzinfarkt. In Rancho Arriba in der Dominikanischen Republik. In einem einfachen Häuschen aufgebahrt war sein Tod wie sein Leben. Bescheiden, leise. Ganz unauffällig verabschiedete er sich aus dieser Welt, als wollte er auch im Tod kein weiteres Aufheben machen. In den 80er Jahren zog es einige Schweizer Auswanderer hierher ins Kaffeegebiet der Karibikinsel. Sie zogen in ein kleines Kaff namens Rancho Arriba, in eine Landschaft, die manchmal ein bisschen an die Schweiz erinnert. Dort traf ich vor genau 25 Jahren Karl Feierabend zum ersten Mal. Carlos heißt er hier, früher Kari, kommt aus Rotkreuz. Karl Feierabend, der in seinem ersten Leben für alle der Vierabig-Kari war. 17 Jahre lang war er Schnapsbrenner mit eigener Brennerei, gern gesehen auf allen Höfen. Dann, 1982, begann er sein zweites Leben. Kari packte Hab und Gut in einen Container und verschickte ihn hierher in die Tropen. Farmer wollte er werden, Großfarmer. Dass er hier nur gerade ein paar Gänse statt einer Rinderherde vor sich hertreiben würde, hat er sich damals zu Hause in Rotkreuz nicht träumen lassen. 17 Jahre lang hatte er gespart, über 200.000 Franken immerhin, als Startkapital in der Fremde. Eigentlich wollte ich nicht hier durch, sondern auf Australien. Aber dort habe ich das Visum nicht bekommen. Und da von der Investkonsul ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, ich soll doch in die Dominikanische Republik, dort eine Farm zu verkaufen. Und so hatte es begonnen. Kari schloss sich einer Gruppe Landinteressenten an und flog auf die Karibikinsel.
Auf Vermittlung der schweizerisch-dominikanischen Maklergruppe INI besichtigte Kari einige Farmen und entschloss sich schließlich zusammen mit Fischli Hans aus dem Toggenburg zum Kauf einer Farm von 93 Hektaren. 66 davon gehörten Kari. In einem 8-tägigen Besuchsprogramm waren sie durchs Land geschleust worden. Für nur 50 Rappen pro Tag könne man hier Taglöhner anstellen, wurde versprochen. Und bereits am 8. Tage hieß es, Vertragsabschlüsse in unseren Büros, nachmittags frei. Die Gruppo INI versprach bei der Bewirtschaftung behilflich zu sein und schloss mit Kari einen Vertrag ab. Die Makler kauften Dünger und Saatgut, versprachen die Ernte zu verkaufen und rechneten die schönen Gewinne aus, die da zu machen seien. Die Bohnen wuchsen zwar, doch aus den Gewinnen wurde nichts. Kari war auf falsche Berechnungen hereingefallen. Sind Sie denn nicht auch ein bisschen zu leichtgläubig gewesen? Ja, im Nachhinein weiss ich, dass ich leichtgläubig war. Aber eben, schon spät. Nach anderthalb Jahren war er pleite. Kari verlor sein ganzes Land, für das er über 200'000 Franken hingeblättert hatte. Ein Lebenstraum in Trümmern. Zwölf Jahre später machte ich mich nochmals auf die Suche nach Kari. Denn die Frage stellte sich, warum kehrt einer wie er, pleite wie er war, nicht einfach in die Schweiz zurück, unter das Dach des Sozialstaates. Es war nicht schwierig, ihn wieder zu finden. In Rancho Arriba, dem kleinen Dorf im Kaffeegebiet. Wo er genau lebt, sieht man von Weitem. Die Fahne habe ich auch bekommen von Meier Walti. Ein pensionierter Pöstler und ein alter Töfffahrer-Kollege. Und schiessen bin ich auch viel mit dem zusammen. Hast du eigentlich Heimweh manchmal nach der Schweiz? Nein, Heimweh habe ich nicht, aber ich denke immer wieder an die schöne Zeit. Trotz Pleite und Pech ist Kari dageblieben. Und auf Anhieb käme keiner auf die Idee, dass es sich hier um einen Ausländer handelt. Kari lebt wie ein einheimischer Campesino, einer mit Schweizer Fahne allerdings. Kari hat sich mit ein paar tausend Franken, die ihm nach seiner Pleite von damals übrig geblieben waren, 3 Hektar Land in der gleichen Gegend gekauft. Hier lebt er seit 11 Jahren als Kleinbauer. Und irgendwie wundert er sich noch heute darüber, wie er hierher geraten ist. Für da haben sie mich überschnorren, ich habe nicht einmal gewusst, wo die Dominikanische Republik ist. Ich habe nur schon etwas gehört von Santo Domingo, weil... aber nicht gewusst, dass Santo Domingo in der Dominikanischen Republik ist. Was hast du denn gewusst von Santo Domingo? Eigentlich nichts, es nur ein Lied gegeben. Und am Abend träumten sie von Santo Domingo. Ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat. Obwohl Kari komplett pleite war, blieb er hier. Wieso bist du denn eigentlich nicht einfach zurück in die Schweiz? Weil ich nichts mehr hatte in der Schweiz. Weil ich alles im Container durchgebracht habe. Das Haus habe ich im Brütsch verkauft, die Brennerei im Rölli Hans. Und ich hätte wieder handlangern in die Schweiz. Und das wollte ich auch nicht wollen. Natürlich gibt es noch einen Grund. Er heißt Marina. Mit ihr lebt Kari, der in der Schweiz ein eiserner Junggeselle war, seit 12 Jahren zusammen. In einem bescheidenen Häuschen am Rande eines kleinen Grundstücks. Im Laufe der Jahre sind noch 4 Gründe mehr dazugekommen, um hier zu bleiben. Kari, Freddy, Sammy und Zeppetoni. 4 Schweizer Buben, arm, aber glücklich. So viel Gotthelf gibt's nur noch in der Karibik. Hey,
Grosses Glück in einer bescheidenen Hütte. Alles selber gebaut von Kari, zwei Zimmer und eine Küche. Da schläft niemand ohne Moskito. Diesen verdammten Möckchen, die einem um den Grin um den Surit. Im Schlafzimmer wachen nebst hiesigen Heiligen auch Schweizer Ikonen über die helvetisch-karibische Ehe. Jetzt gehen wir zum Ross hinten. Hier zum Mandarinenbaum. Hier ein Scheisshaus, System Plätsch. Hier ein Orangenbaum. Auf 3 Hektar, die einmal Wiese waren, ist eine veritable Plantage entstanden. Mit 12 Sorten Bananen, Orangen, Mandarinen, Passionsfrüchten, Kiwis und Kaffee. Wir haben roten Kaffee. Und wir haben gelben Kaffee. Der wird nie rot. Das ist so reif. Der heisst Gatway. Die können die Bäume auf, wie die Affen. Damals haben wir nur Wiesland und jetzt einen Haufen Früchte und Bäume. Bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Klar. Bist du glücklich? Ja. Eben. Gehen wir weiter. Ja, gut. Kaffee ist ein unsicheres Geschäft. Kari lebt mehr schlecht als recht von seinem kleinen Anwesen. Am Kaffee verdient er, wenn es hochkommt, 1'000 bis 2'000 Franken im Jahr. Überlebt hat Kari, weil er seine Schweißanlage aus der Schweiz mitgebracht hatte. Er flickt alles, was ihm die Nachbarn bringen, so kommt er auf ein Monatseinkommen von umgerechnet 250 bis 300 Franken. Un hombre muy trabajador, muy... Er ist so ein fleißiger Mensch und er kümmert sich um die Kinder. Er ist immer hier. Er ist sehr häuslich, er geht nie aus, er trinkt nicht und lungert nicht auf der Straße herum. Ein guter Mann. Nur ehrlich, dieser riesige Bart, und er schneidet ihn nie ab. Nein, dieser Bart, das gefällt mir nicht an ihm. Lo único que no me gusta no la barba. Okay. Tiene demasiado. Ehrlich, zu viel. Einfach zu viel Haare im Gesicht. Pelo en la cara. Was gefällt dir da? Das Klima vor allem. Und was stört dich da? Chill. Ja, warum wird viel gestohlen? Ja, aber leider. Ist dir einmal etwas passiert? Ja, da haben sie mich überfallen. Und Geld gestohlen. Und betrogen haben sie mich mit der Farm. Also vom. Ich habe noch immer verloren, noch immer verloren. Machst du aber keinen unglücklichen Eindruck? Nein, das nicht. 4 Jahre später. 4 Abikaris Leben hat sich äußerlich nicht groß verändert. Doch vieles läuft nicht so, wie er es sich erträumt hatte. Geld wird immer mehr zur Mangelware. Versteckt unter Bananenstauden hat Kari seine improvisierte Schnapsbrennerei aufgebaut. Hier brennt er verschiedene Sorten exotischer Schnäpse, schwarz natürlich. Also zuerst
da drin sind Bananen. Die Schnäpse haben 62% Alkohol und schmecken am besten als Kaffeeschnaps mit Tropentouch. Aha. Nur eine Frage der Zeit. Es gibt Bananenschnaps. Ja. Und das ist ein Wäschhafen von der Schweiz, was früher Leintücher gesotten haben. Den hast auch du mitgenommen? Ja, im Container. Aus dem Waschkessel ist eine funktionstüchtige Busch-Destillerie geworden. Und den Bogen dran löten. Und den da. Karis Kinder gehen in Rancho Arriba ins Gymnasium. Dieses werden sie nach 12 Schuljahren beendet haben und dann werden sie das gleiche Problem haben wie alle hier. Was tun? Die Arbeitslosigkeit beträgt mehr als 50% und jeder, der hier noch bei Trost ist, sagt sich nichts wie weg. In ein anderes Land, in die USA, nach Spanien oder eben in die Schweiz. Und so kam es denn, dass am 4. August 2005 Carlito Feierabend in der Schweiz eintraf. Erwartet von seiner Tante Lisbeth und ihrem Mann. Deutsch kann Carlito fast gar nicht. Mit seinem Vater hatte er immer Spanisch geredet. Erste Verständigungsversuche. So macht der Sohn des Cari den umgekehrten Weg wie sein Vater. Er will hier arbeiten, Geld verdienen, das er seinem Vater in die Karibik schicken kann. Und er will in der Schweiz das werden, was bisher nur sein Pass verspricht. Ein richtiger Schweizer. Hier machst du einen Bogen, machst rechts rein und dann siehst du vorne und kannst noch ein Ritter fahren. Ein weiteres Jahr ist ins Land gegangen. Carlito lebt jetzt in Flüelen, im Herz der Urschweiz sozusagen. Er lebt bei seiner Tante Lisbeth, der Schwester seines Vaters und ihrem Mann Sepp. Und man hat ihn hier offensichtlich gern. Hallo. Kommen wir rein? Ja, sicher. Hat er schnell heim gefunden? Schnell akklimatisiert auch. Ein Luxus. Ein Luxus? Ja. Was heisst das? Ich denke schon. Ja, was heisst das? Ja. Wer sich gerne etwas kauft. Aha, ja, müssen Sie ein bisschen bremsen? Ja, eher. Ja, ja. Aber sonst ist ein ordentlicher, sauberer. Ja. Haben alle Angst gehabt, ja, der käme da rein und rühre alles am Boden, oder? So. Wie sie so sind, oder? Meint man, sie seien, aber. Ja. Das war nicht so. Nein, das ist ein sauberer. Ist das jetzt dein Zimmer? Das ist mein Zimmer, ja. Aha. Und wie lebst du hier? Gut, ruhig. Allein, ja. Bist du ein bisschen allein? Mach mal schon. Aha. Ist es denn schwer, Freunde zu finden in der Schweiz? Also für mich schon. Es ist ein bisschen schwierig. Warum wegen denn? Ich habe keine Ahnung, wieso das. Ich weiß nicht, wie es. Ja, viele akzeptieren mir nicht, aber. Ja, finde ich schon. Ja, und warum meinst du, akzeptieren die dich nicht? Oh, das ich weiß nicht. So, das kann ich erklären. Aha. Und, aber ich meine, es gefällt dir hier? Ja, schon, ja. Gefällt mir ja. Genug. Was gefällt dir denn eigentlich in der Schweiz? Also, wirklich sind die, ja, die Frauen. Aha. Ja. Und kennst du viele Frauen? Ja, nicht viele, wenig. Aha. Weil er ein bisschen einsam ist, hat er sich zwei vierbeinige Freunde angeschafft. Nino und Nano. Ich kann nicht einen Hund haben, ich habe gesagt, ja, ich kaufe eine Ratte. Also jetzt wollte ich einen Affe, aber das muss in Afrika kaufen. Ich habe gefunden einen Rat und ja, gefällt mir.
Dass das viele Geld, das er verdienen möchte, in der Schweiz nicht auf der Straße liegt, musste Carlito schnell lernen. Jetzt arbeitet er für 20 Franken in der Stunde in der Fensterfabrik Bündner in Erstfeld, wo man grundsätzlich des Lobes voll ist über ihn. Er macht hier die Erfahrungen eines ganz gewöhnlichen Immigranten. Einfache Arbeit statt plötzlichen Reichtums. Und er hat ein Dilemma. Er ist zwar ein Schweizer mit Pass, aber irgendwie halten ihn alle für irgendetwas anderes. Ist das hier anders als in der Karibik? Nee, schon andere, ja. Was ist der Unterschied? Ja, hier wollte ich alles ganz perfekt machen. Aha. Es ist anders, nicht so. Carlito ist in eine Schweiz geraten, von der er keine Ahnung hatte. Eine moderne, durchorganisierte Gesellschaft, weit und breit kein Pferdefuhrwerk. Was ist dein größter Wunsch? Also eine gute Arbeit, einen guten Lohn, ein schönes Haus, wo ich kann meine Familie haben auch und eine Freundin auch, viele Kollegen. Ein wesentlicher Schritt in der Verschweizerung des Schweizers Carlito ist natürlich die Sprache. Einmal pro Woche besucht er den Deutschunterricht in Altdorf. Als er hierher kam, sprach er, wie gesagt, noch kein Wort. Und wenn das Gegenüber stimmt, man sieht es gleich, lernt es sich leicht. Also, wie ist dein Name? Mein Name ist Denja. Oh, Denja, qué bonito. Okay, also. Wie ist dein Vorname? Ich heiße Carlos. Sie willst dann? Ich bin verheiratet. Bist du verheiratet? Ja. Das ist ja schlecht für mich. Nein, sicher nicht. Nach anderthalb Jahren erstmals wieder zurück in der Dominikanischen Republik. Zusammen mit seiner Tante Lisbeth und ihrem Mann Sepp zu Besuch beim Vater und bei den Brüdern. Hier ist es wie eh und je. Kari von morgens früh bis abends spät unterwegs auf seinem kleinen Hof, 3 Hektaren Plantage, ein Kalb, eine Kuh, 2 Pferde. Carlito ist für seine Brüder so etwas wie ein Vorbild. Er hat sich einen Computer angeschafft und zeigt ihnen Bilder aus der fernen Heimat Schweiz. Er ist ihr Wegbereiter in die bessere Zukunft. Denn auch Sammy, Freddy und Pepe träumen nur davon, dorthin zu ziehen, wo Milch und Honig fließt, also in die Schweiz, lieber heute als morgen. Kari macht mit seinen Buben den ganzen Haushalt, denn seine Ehefrau Marina ist wieder einmal weg. Dieses Mal ist sie in Spanien, wo sie als Putzfrau arbeitet, um das Einkommen der Familie aufzubessern. Eine Zeit lang war sie in Miami. Denn, wir wollen es nicht verschweigen, auch das Eheglück der Feierabends ist nicht mehr so wie einst im Mai. Mit dem selbstgebackenen Brot, Bananenschnaps und Käse aus der Schweiz fühlt man sich ein bisschen wie vor Altböis Hütte. Eine Idylle auf Zeit. Die Frau ist auswärts und auch die Kinder wollen so bald wie möglich weg. Ja, was machst du jetzt, wenn all deine 4 Buben in die Schweiz gehen? Wie das Junggesellenleben, wie früher. Sonst hatte Kari bei solchen Gelegenheiten gerne das Lied «Auf meiner Ranch bin ich König» gesungen. Doch heute stand ihm der Sinn nach etwas Traurigem. Ich bin der Schacher Seppeli, im ganzen Land bekannt. Bin früher das Fletti Spürstli gsi, jetzt bin ich ein Vagant. Bin zufrieden, wenn ich die Nacht im Stroh am Tag mein Schnäpschen habe
Und wenn der Herr Gott Gesundheit schenkt, es ist alles, was bräuch, ja, ja. Wie gleitig geht die Zeit vorbei, ein Jährli und noch eins. Es dunkt einem, es hätt nicht möglich sein, bald bin ich schon ein Greis. Und komm ich dann vor die Himmelstür, steht breit der Petrus da. Er rief mir zu, hey, sorry Sepp, bist du nun ein schon da? Ich bin der Schacher Seppali, im ganzen Land bekannt. Am späteren Abend ging es Kari ganz und gar nicht mehr gut. Er musste in das fast 3 Stunden entfernte Spital gebracht werden. Es wurde ihm schlecht auf den holprigen Straßen. Er konnte kaum mehr atmen. Alles tat ihm weh. Ein Wiedersehen im Notfall. Haben sie ein Röntgenbild gemacht von meiner Lunge? Schwarz. Du bist gerade verkleidet. Schwarz. Braucht nicht mehr, Chef. Alles deutet darauf hin, dass Kari einen kleineren Herzinfarkt gehabt hatte. Und eben immer so ruckweise hat es mich so gedrückt auf der Brust und musste schnaufen, ein Ross. So habe ich geschnaufen. Und der Druck auf der Brust. Also ich bin selber erschrocken und dachte, Gott, der ist schon der Letzte mit mir. Er sagt, er könnte die Kante besuchen. Noch du Puerigo, nein, ich bin. Luise Tacchi, ich kriege ihn noch durch am Mundschuh. Niemand hätte es gedacht. Nach einem Tag im Spital hatte Kari abends um 22:30 einen zweiten Herzinfarkt, der sofort tödlich war. Es ist ganz komisch, auf die Farm zu kommen, und er ist nicht da. Es fehlt einfach jemand. Es geht, glaube ich, allen so, oder? Er war ja praktisch Teil von ihm, die Farm. Ja. Ich habe gemerkt, wie die Leute ihn gerne haben. Da haben alle so getrauert. Sie haben einfach immer alle Leute angenommen, als sie sind. So. Haben sie ihn halt auch gerne gehabt, oder? Er hat nie Leute kritisiert. Er war einfach ein Freund. Glaubst du, dass er da glücklich war? Auf eine Art schon. Er hat einmal gesagt, er hat noch gesungen, auf meiner Ranch bin ich König. Ich hatte immer ein Lied auf den Lippen.
Aber zufrieden war er. Auch wenn er nicht viel hatte. Das war die Anmeldung für seine Altersrente. Also ihr wollt ihn jetzt für die AHV anmelden? Ja, jetzt hat er nächstes Jahr hat er die AHV bekommen. Aha. War das eine Art ein Traum von ihm gewesen, dass er dann... Nur von dem geredet. Dann sei er, hat er ausgesorgt. Dann kann er da leben. Es ist so anders rausgekommen. Aus der Traum. Ja. Wie war das jetzt ohne den Vater? Ja, war schwierig, diese Nacht. Aha. Wie denn, wie schwierig? Ja. Vater war immer mit uns. Bevor er schlafen, hat er geredet und ein paar Witze gemacht. Und, diese Nacht war nicht. Und für uns das war ganz komisch. Schlafen und. Wenn wir als Vaters nicht mehr hier waren, war es ganz schwierig. Wie war denn dein Vater? Mein Vater war ein guter Vater. Sehr lieb mit den Kindern. Und er hat schön zugeschaut. Es war sehr gut. Tapfer versuchen die vier Buben, so etwas wie Normalität herzustellen. So sind sie alleine gelassen, der Vater gestorben und die Mutter weit weg. In einem Vorort von Barcelona treffe ich Marina wieder. Die Witwe von Cari arbeitet hier als Hausangestellte. Weil sie kein Flugticket und kein Geld hatte, konnte sie auch nicht zurückfliegen, als ihr Mann starb. Wie war das, als du hörtest, dass er gestorben ist? Bueno. Eso fue un golpe muy duro. Es war sehr hart. Ein harter Schlag. Yo nunca lo pensé eso. Ich hätte nie so etwas gedacht. Ich dachte, wenn ich dorthin zurückkehre, werde ich ihn antreffen. Wie immer. Yo pensé cuando yo volviera ya. Siempre encontrarlo, siempre como siempre. En salud y esta vida no me tocó esta vez. Nein, nie hätte ich gedacht, dass mich ein solches Schicksal trifft. Warum arbeitest du eigentlich hier in Spanien? Ich wollte hier arbeiten, um Cari zu helfen, damit er nicht so viel arbeiten muss. Er war schon älter und ich wollte, dass er was hat und... Weil ich jünger bin, dachte ich, ich könnte mehr zum Einkommen beitragen. Aber so ist das Leben. Dort, wo er jetzt ist, von dort kommt keiner zurück. Wie ist denn deine Zukunft? Ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich arbeiten muss, dann tue ich das, um meine Kinder voranzubringen, damit ihnen nie etwas fehlen wird. Und muss man dazu ins Ausland? Ja, schon. In Santo Domingo gibt es nichts. Dort muss man entweder Beziehungen haben oder ein Politiker sein. Aber das gefällt mir nicht. Da gehöre ich nicht dazu. Werden alle deine Kinder später in der Schweiz leben? Das kann durchaus sein. Aber das Stück Land, das Cari gehört, wird immer unser Land bleiben, als Andenken an Cari. Ein Andenken für immer. Wie sind sie denn, deine Kinder?
Sie sind so wunderbar. Sie sind mit mir wunderbar und sie waren wunderbar mit ihrem Vater. Über seinen Tod hinaus hat Cari für die Seinen gesorgt. Weil sein Bruder in der Schweiz immer brav die AHV einbezahlt hatte, wird Marina eine schweizerische Witwenrente bekommen und die Kinder eine Waisenrente, solange sie in Ausbildung sind. So endete das Leben des Schnapsbrenners Karl Feierabend in der gleichen Art, wie alles Leben irgendwann endet. Und es setzt sich gleichzeitig fort durch die Kinder und Kindeskinder nämlich, die noch lange erzählen werden von Cari, der aus dem fernen Lande ausgerechnet hierher kam, wo doch alle anderen nichts wie weg wollen. Im Fluss des Lebens werden nun die Söhne an seine Stelle treten, ihr eigenes Leben führen, ihre eigenen Kinder haben, in denen irgendwie auch der Alte noch weiterleben wird. Im Falle der Feierabend sieht das nächste Kapitel in dieser unendlichen Geschichte so aus, dass am 20. April 2007 der jüngste der Söhne, der 15-jährige Sammy, in Zürich-Kloten ankommt. Hallo, Sammy. Seine Tante Lisbeth, deren eigene Kinder ausgeflogen sind, wird sich um ihn kümmern. Ach so, ich. Ein weiteres Jahr ist ins Land gegangen und Sammy lebt nun auch in Flüelen bei seiner Tante Lisbeth und ihrem Mann Sepp. Doch sehr bald, nachdem er hier ankam, stellte sich heraus, dass alles bei ihm ziemlich langsam ging. Kurz gesagt, er kann sich fast nichts merken. Schon gut, jetzt zuerst mit Schaum und nachher noch einmal. Wie ist es gekommen, dass ihr euch entschlossen habt, den Sammy in die Schweiz zu nehmen? Ja. Ich bin bedauert mit ihm. Ja, wir haben eigentlich eher bedauert mit ihm. Der Vater nicht mehr. Er ist jetzt fast verlassen vorgekommen. Mhm. Also wenn er eigentlich niemand mehr hat und es fehlt ihm irgendetwas. Und er hätte ja auch in die Schweiz kommen. Aha. Das hat er ja gesagt. Aber wieso der Jüngste? Und wieso der Sammy? Und wieso nicht einer von den anderen? Wir hatten eigentlich am meisten Bedauern mit ihm gehabt. Und dann denke ich, weil er ist jetzt in meinem Alter, wo er in der Schweiz sicher etwas lernen könnte. Also eigentlich frühzeitig einsteigen, wenn er irgendeine Lehre etwas machen will. Jetzt hat sich gezeigt, dass er eine Behinderung hat. Wie haben Sie das gemerkt? Wir haben es eigentlich praktisch nachher vom Lernen ins Deutsche, er hat auch in der Aussprache, dass er eigentlich gewisse Sachen in Spanisch auch nicht... Also ich habe seinem Bruder gesagt, dass er so Mühe hat, zum Lernen. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber er habe das gerade beobachtet, als er jährig war, sei er vom Stuhl auf den Betonboden runtergekippt. Kopf voran. Ja. Und da habe ich das dem Carlo gesagt und dann hat er gesagt, ja, das sei noch nichts. Er sei auch mal mit 3, glaube ich, aus dem Bett ausgekippt und sei bewusstlos gewesen. Und dann er kam der Onkel und hat ihn geschüttelt. Und das hat nichts genützt. Und dann hat es ihn mit Wasser und dann ist er wieder gekommen. Aha. Also ist vermutlich, dass er effektiv einen körperlichen Schaden hat? Kann sein, dass ihm da
Oder durch den Sauerstoffmangel, den er hatte, dass er einfach Lernschwierigkeiten hat. Er ist sonst sehr ein aufgeweckter und ein fröhlicher überhaupt. Da könnte man jetzt gar nichts sagen. Und auch am Arbeiten ist er gut. Morgens um 5 Uhr in Erstfeld. Hier hat Sammy eine Stelle gefunden als Hilfskraft beim Bäcker Rösing. Noch nie sei er zu spät gekommen, lobt man ihn. Für Sammy ist das fast schon so etwas wie ein Traumberuf. Auch zu Hause hat er viel gebacken, zusammen mit seinem Vater. 500. Also mir hat von Anfang an seine Ausstrahlung hat mich sofort fast gefesselt. Und ich merke es auch, wenn er morgen in die Backstube kommt. Das kommt also für mich kommt fast so ein bisschen die karibische Sonne und Lebensfreude in die Backstube. Und das, also es färbt einfach ab. Was gibt es nachher, Sammy? Nachher? Ich heiße Siegerkrapfen. Siegerkrapfen. Zweimal pro Woche geht Sammy in die Deutschstunde im Schulhaus von Flüelen. Dort wartet Frau Walsecki auf ihn, die ihm Einzelstunden gibt. Der, na, das Mädchen? Ja? Nein. Nein. Ich denke, das ist kein das Mädchen. Junge? Nein, der. Der Junge. Mhm. Ist krank. Mhm. Das Junge, nein, no, der Junge gesund. Stopp, jetzt hast du etwas vergessen. Der Junge gesund. Gesund, nein, ist gesund. Gut. Jetzt machst du einen Stopp. Jetzt probieren wir einen Satz zu sagen. Jetzt hast du nur das Adjektiv. Ja, die. Die Frau ist dünn. Dünn. Mhm. Was? Nein, ja. Das. Das Mädchen. Ist flächlich. Probier es nochmal. Frech. No, ja, nicht frech. Frech ist anders. Frech ist nicht gut. Fröhlich. Fröhlich. Denken Sie manchmal, er wäre glücklicher dort, wo er herkommt? Oder hat er da einen Weg in der Schweiz? Also ich glaube, er hat eine riesige Chance hier in der Schweiz. Eine andere, als er in Santo Domingo hatte. Aber ob er glücklicher ist hier im Moment, es ist einfach wirklich ein Druck auf ihm. Er muss lernen, er muss so viel machen, wo ihm da unten gar nicht an ihn herangetragen worden wäre. Er hat vermutlich einfach ein Leben gelebt, aber er hat ja auch nicht anders gekannt. Aber das ist ja immer so, wenn man etwas kennt, kann man es fast nicht mehr vergessen. Und ich habe ihn auch schon gefragt, möchtest du wieder zurückgehen? Und er sagte, nein, nein, nur Ferien. Und auf das freut er sich auch. Also, was er oft etwas traurig war, er hat sehr gerne die Mutter hier gehabt. Also, die zwei hatten schon eine starke Bindung gehabt. Und dann, am 21. Januar 2008, war es endlich soweit. Sammy und Galito warten zusammen mit Onkel Sepp auf die Mutter, auf Marina. Für Sammy geht diese lange Zeit der Einsamkeit zu Ende. Mit Marina kommt Freddy, der dritte der Söhne von Cari. Jetzt ist nur noch Pepe in der Karibik. Doch auch er wird bald hier sein. Das liegt, wie wir nun gemerkt haben, sozusagen in der Logik dieser Geschichte. Wie geht es dir, Marina? Ich bin so glücklich, sagt sie. Jetzt habe ich schon mal ein Trio hier. Ja, aber ich bin nicht
Hast du lange müssen warten? Ja, ist gut. Meine Mutter kommt. Ja. Bist du glücklich? Ja, gut. Marina ist fest entschlossen, hier in der Schweiz ein neues Leben zu beginnen. In Witterschwanden im Schächental, dort wo im Winter 3 Monate lang die Sonne nie scheint, hat Carlito für die ganze Familie eine Wohnung gemietet. Eine günstige, weit ab vom Schuss. Salut, buenos dias. Puoi avere un poco l'appartamento? Claro, ja. Che hai qui? Sì. 5,5 Zimmer, noch etwas provisorisch eingerichtet, aber immerhin ein neues Zuhause für die Familie. A la izquierda está una habitación donde vemos la poco tele. Hier schauen wir ein wenig Fernsehen, sagt Marina, obwohl sie die Tagesschau noch nicht wirklich versteht. Marina ist stolz und zeigt mir das Zimmer von Carlito, das sie ausgesprochen romantisch findet. A la derecha tenemos la habitación de Carlos. Ah, sí. Sí, tiene ventanas muy románticas. Nein, einen solchen Kühlschrank hatte Marina, die leidenschaftliche Köchin, noch nie. Es muy diferente a la situación en Santo Domingo. Sí, muy diferente. Lo malo es la. Die Einrichtung bringt die Familie an den Rand ihrer finanziellen Kräfte. Aquí. Ihre Einkünfte aus Witwenrente und Carlitos Lohn liegen um die 4'000 Franken pro Monat. Alles ist teuer in der Schweiz. Und die Jungen sind den elektronischen Verführungen ziemlich ausgeliefert. Mit Schweizer Franken zu rechnen, das müssen sie erst noch lernen. Suchst du eigentlich Arbeit hier? Ja, ich möchte irgendetwas arbeiten. Ich frage nicht, was mir gefällt. Ich suche irgendetwas. Ich möchte nicht reich werden oder so etwas. Ich möchte nur etwas zum Leben haben. Und ich möchte alles, was möglich ist für mich und auch noch etwas mehr, damit ich für die anderen meiner Familie sorgen kann. Was kannst du denn eigentlich gut? Also, ich kann ein wenig kochen. Irgendetwas. Siempre algo. Le pego algo siempre. Puedo trabajar cualquier cosa. Ich möchte keine Sekretärin sein, aber sogar das würde ich versuchen, wenn es sein müsste. Wichtig ist einfach, etwas zu tun und das mit Liebe, nicht wahr? Hier ist Freddys Zimmer und hier haben wir alle Trophäen von Cari, seine Medaillen, seine Kristalle und so weiter. Das ist ja wie ein Museum. Ja, genau. Und hier ist noch seine Uhr. Die läuft immer noch. Cari ist in der Wohnung omnipräsent. Die Bilder an der Wand machen die Familiengeschichte zur Legende. Doch wie wir wissen, gab es in dieser Ehe nicht nur eitel Sonnenschein. Wie es denn so gewesen sei mit Cari, wollen wir von Marina wissen. Auf der einen Seite war es gut und auf der anderen, also nein. Eines muss ich sagen, er war fleißig und er war gut zu den Kindern. Da fehlte nichts. Aber es fehlte etwas anderes. Mir fehlte etwas. Ich kam zu kurz. Ich bin doch das Wichtigste. Aber lassen wir das vor der Kamera. Gab er dir zu wenig Zärtlichkeit? Aber sicher. War er kalt? Oh ja, wie der Schnee da draußen, so kalt. Aber lassen wir das. Und du weißt ja, wenn in einem Haushalt ein Feuer brennt und du kein Holz nachschiebst, da weißt du, was passiert. Ja, so war's. Zu wenig Holz für das Feuer. Ja klar, aber wie gesagt, er war ein guter Vater. Das können sie dir bestätigen.
Könnte es sein, dass du nochmals heiratest? Ja, sicher, ich glaube schon. Wenn das Leben mir jemanden Wunderbares vorbeischickt, nur dann. Aber wenn einer kommt, der die Mühe nicht lohnt, dann lasse ich es lieber bleiben. Lieber nichts als einen, der immer säuft, streitet, raucht oder große Reden führt. So einen Säufer? Nein, danke. In Altdorf im Hotel Höfli hat Marina dank der guten Beziehungen ihrer Schweizer Verwandten eine Stelle als Putzfrau gefunden. Ihr Schweizer Pass und ein soziales Netzwerk machen das Schicksal der Feierabends im Vergleich zu anderen Immigranten natürlich ziemlich leicht, abgesehen von der Sprache. Wie redest du eigentlich mit den Leuten? Mit Händen und Füßen, sagt Marina. Wie die Stummen reden wir hier. Oder wie die Kinder. Im Berufsbildungszentrum in Stanz besucht Carlito eine Ausländerklasse, die auf die Lehre vorbereiten soll. Hier lernt er vor allem Deutsch. Und hier wollte ich Carlito an einem Donnerstagmorgen treffen. Doch weit und breit keine Spur. Nur eine Ausrede per SMS. Es tut mir leid, dass ich nicht in die Schule kommen kann. Wir sind gestern Abend erst um 21.15 Uhr nach Hause gekommen und heute hatte ich keinen Bus. Ja, was bedeutet das, wenn der Carlo jetzt die Schule schmeißt? Ja, ich denke, das ist für ihn ganz schwierig. Das gibt für ihn eine ganz schwierige Situation wegen seiner Ausbildung. Aha, aha. Das heisst, er kann eigentlich gar keine Lehre machen, ohne dass er zuerst da besser Deutsch lernt. Also das kommt natürlich auf einen Arbeitgeber drauf ab, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ich denke, Voraussetzung wäre schon, dass er richtig Deutsch kennt. Ich treffe Carlito nicht etwa an der Arbeit. Nein, er ist vor der Deutschstunde in seine Garage geflüchtet. Und hier widmet er sich seinen wirklichen Träumen und bastelt sich seine Zukunft zusammen. Und die liegt weit weg vom schattigen Tschechental. Zum Beispiel, dann wäre ein Garten, oben der untere Stock, dann wäre die Küche, die Waschküche, ein WC und noch ein Zimmer. Dann haben wir die Decke, das wäre die da und ich so. Und wo willst du dieses Haus bauen? Ja, das wäre ein Traumhaus. Wo? In unserer Farm in Santo Domingo. Ach so. Aber das wäre ungefähr so. Ich bin noch nicht fertig, oder ich muss noch zum Beispiel die Fenster drauf machen mit Plötzlichglas. Und dort willst du leben? Ja, in meiner Zukunft, ja. Aha. Ich will zurückgehen. Carlito, das ist offensichtlich, richtet sich ein auf ein Leben zwischen zwei Welten. Zwischen hier, wo es Arbeit gibt, und dort, wo die Seele zu Hause ist. Und so sind wir denn ein weiteres Mal auf dem Flughafen Kloten. Marina wartet. Sammy, Carlito und seine Freundin Tanja waren in der Karibik in den Ferien und bringen jetzt den letzten der Brüder, Pepe, mit in die Schweiz. Jetzt sind sie alle da, nur ein Jahr nach dem Tod von Cari. Marina, Carlito, Pepe, Sammy und Freddy. Sie richten sich ein auf eine Existenz in der Schweiz. Doch wahrscheinlich wird sich ihr Leben noch lange zwischen diesen beiden Welten abspielen, zu denen sie gehören. Halb angekommen, irgendwie noch dort, aber doch schon hier.
Altdorf, 4 Jahre später. Zeit, um die Feierabends wieder zu besuchen. Ich treffe sie an einem überraschenden Ort. Im Fitnesscenter Good Life, wo zumindest Freddy, Pepe und Carlos regelmäßig trainieren. Die Feierabendsöhne, irgendwie sind sie immer noch unterwegs zwischen diesen beiden Welten, zu denen sie gehören. Hier ist komplett anders, so ist alles bequem. Zum Beispiel, das Häuser sind schön zu sein. Aber dort auf jeden Fall ist unsere Heimat, oder? Aha. Das kann man nicht ändern. Sie leben jetzt in Altdorf und erfüllen die hiesigen Normen durchaus. In der Schlosserei Steiner hat Pepe eine Anlehre gemacht, erzielte mit der Note 5,5 das beste Abschlussresultat im ganzen Kanton und macht jetzt noch eine richtige Lehre. Sein Vater wäre stolz auf ihn. Und Carlos, der Romantiker unter den Brüdern, lebt in einer neuen Beziehung. Er ist gerade bei seiner Freundin Manuela eingezogen. Er versucht, ihr ein Leben zwischen den Kontinenten schmackhaft zu machen. Wegen der Karibik, so ein halbes Jahr, dort ein halbes Jahr da, findest du gut? Mhm. Wirklich? Finde ich gut. Wir können einfach nicht gerade sofort ein halbes Jahr gehen. Die Mutter, Marina, die hier im Hotel Höfli gearbeitet hatte, ist nicht mehr da. Sie tat sich schwer mit der Sprache, dem Geld, dem Klima. Also für uns die Kinder, oder, es ist einfacher, uns daran gewöhnen, oder, an die Kälte und das Klima, die einfach Schweiz, oder. Weil für Mutter, sie ist älter, das ist einfach schwierig. War es mehr die soziale Kälte oder die klimatische Kälte, die deine Mutter? Ich denke mehr die soziale Kälte. Ja, das war mehr. Ich denke, wegen der Kälte so, Winter so, war nicht so ein Problem, oder? Für was kann man einen Schal kaufen, einen schönen Schal und so. Aber eben sind einfach die Leute, oder? Aha. Da hat man zum Beispiel, man hat keinen Nachbar da, oder? In der Karibik kann man zu einem Nachbar gehen, etwas trinken, etwas essen, einfach ganz anders, oder? Da sieht man den Nachbarn vielleicht einmal im Monat, oder? Oder plötzlich einfach so zufällig. Sie war einsam in diesem Sinne? Ja, das schon, ja. Die Firma RUAG, Abteilung Recycling, Schattdorf. Hier, wo vieles sein Ende findet, treffen wir Samuel, den jüngsten der Brüder, wieder. Mit dem Trennen von Zivilisationsmüll verdient er knapp über 3'000 Franken netto pro Monat. Und damit hat er sich ganz gut eingerichtet. Denn er, der schon immer etwas anders war, macht auch jetzt alles anders als seine Brüder. Er lebt alleine und er hat einen kleinen Hausteil gemietet mitten in Altdorf. Jetzt will Sammy es allen zeigen. All jenen, die ihn für zu unbegabt hielten, um im Leben wirklich Erfolg zu haben. Er ist stolz auf sein kleines Reich. Eine adrette Zweizimmerwohnung für rund 600 Franken pro Monat. Doch sein wirklicher Triumph lebt in der Karibik, heißt Daira und bald soll Hochzeit sein. Kennst du sie schon lange? Fast 2 Jahre und halbe. Kennst du sie? Sie. Warst du nicht mit ihr in der Schule? Mal in der Schule. Wir waren zusammen. Okay. Und was wird sie dann in der Schweiz tun? Ich will sie hier eine Lehre machen. Aha. Und dann zusammenarbeiten und dann ein Haus in der Dominikanischen Republik machen. So ist der Letzte irgendwie der Erste, zumindest was das Heiraten betrifft. Auch in der Freizeit geht er seinen eigenen Weg. Hier ist der Fitness. Er hat seinen eigenen Fitnessclub, sozusagen. Und nun das nächste Kapitel dieser Geschichte, karibische Heirat.
Kleiderprobe. Daira, die Braut, ist zarte 17 Jahre alt. Seit 2 Jahren sind sie und Samuel ein Paar. Hier hat sie begonnen, diese Liebesgeschichte, im Lyzeum von Rancho Arriba, wo die Braut auch heute noch zur Schule geht. Wirst du in der Schweiz leben mit ihm? Ja. Wann? Ich hoffe, möglichst bald. Und was wirst du tun in der Schweiz? Ich möchte etwas arbeiten, zum Beispiel als Verkäuferin, und Sammy so helfen, Geld zu verdienen. Und später möchten wir dann ein Haus bauen in der Karibik und zusammen eine Familie gründen. Und bald treffen wir auch Marina wieder. Die 50-Jährige ist wieder glücklich. Und sie lebt in Rancho Arriba auf der gleichen Finca wie damals mit Kari. Wie gefällt es dir denn, wieder hier zu sein? Hier. Ich bin immer auf meiner Finca und schaue hier zu allem. Zur Landwirtschaft, zum Garten. Gibt es einen großen Unterschied zur Schweiz? Ja. In der Schweiz war es doch immer nur Arbeit und Arbeit. Und keine Möglichkeit, selber etwas anzupflanzen. Hier haben wir doch einfach alles, was wir brauchen. Zusammen mit ihrem Freund Manolo führt Marina den Hof weiter, ganz im Geiste des verstorbenen Kari. Manolo und Marina leben als Kleinbauern. Sie haben Hühner und Kühe, pflanzen Kaffee, Mandarinen und Bananen. Sie sind eigentliche Selbstversorger, erdverbunden. Wir leben hier nicht in einer Fantasiewelt. Wir führen ein richtiges Leben. Ist denn auch das soziale Leben anders als in der Schweiz? Aber klar, wir leben hier mit den Geschwistern, den Eltern und den Freunden. Kurz vor Weihnachten, Bescherung auf der Finca. 2 weitere Söhne Marinas sind eingetroffen, Freddy und sein Bruder Pepe. Und mit ihnen eine nigelnagelneue Waschmaschine sowie ein Kühlschrank. Einer wie in der Schweiz. Bist du stolz auf deine Söhne? Klar bin ich stolz auf sie. Und sie auf mich, hoffe ich doch. Zu Besuch bei Samis Schwiegereltern. Er gefällt, der Bräutigam mit Schweizer Pass. Und, sagt er, bist du zufrieden mit uns? Ich weiß, dass du ein guter Mann für sie bist. Ich kannte deinen Vater und deine Mutter. Du kommst aus einer guten Familie. Und sie da, meine Tochter, habe ich so erzogen, dass sie fleißig ist und eine gute Hausfrau geben wird. Marina, was hältst du eigentlich von dieser Hochzeit? Sollen sie doch heiraten, wenn es sein muss. Sind sie denn zu jung? Sehr jung. Er ist doch noch ein Baby. Ach was, beide sind noch Babys. Señor Samuel Marino Feyebraben Pujols, recibe usted por esposa a Carmen Daira Casado Mejía? Sí, acepto. Carmen Daira Casado Mejía, recibe usted por esposo al señor Samuel Marino Feyebraben Pujols? Sí, acepto. Tómense la mano derecha.
Daira. Mirándola ahí. Daira, ¿recibe este anillo? Daira, ¿recibe este anillo? Como prueba de mi amor. Como prueba de amor. Y símbolo de nuestra unión. Y símbolo de nuestra unión. Coloquen el anillo. Samuel. Samuel. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como prueba de mi amor. Como prueba de mi amor. Y símbolo de nuestra unión. Y símbolo de nuestra unión. Okay. Se le escapó el fotógrafo. Vom Standesamt zurück auf die kleine Finca, dem Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Samuel hat sich durchgesetzt. Samuel, dem man sogar nichts zutraute. Samuel, der letzte von Karis Söhnen, der nun irgendwie der erste ist. Echa para atrás, el tuquito siempre tocando cera, mueve la cintura, ay cera, echa para atrás, y viva el tobito bailando, mueve, mueve la cintura, ay cera, echa para atrás, el tobito, tobito, tobito cantando cera, mueve la cintura. Schöne Berge, hä? Drei Monate nach der Hochzeit ist nun auch Daira in der Schweiz angekommen. Und das Wetter präsentiert sich so, wie sie es von den Postkarten kennt. Was sie bisher nur vom Hören sagen kannte, gefällt ihr und sie ist überwältigt von all den neuen Eindrücken. Und dann die Ankunft in Semis kleinem Häuschen, wo das junge Ehepaar nun wohnen wird. Ja, ich bin Spezialist. Von Galle. Ja. Super. Und den Teig alles selber? Ja, yeah, alles selber gemacht. Aha. Teig, alles. Ich habe nicht so gerne kaufen. Gell, ist besser. Ja, sicher. Hat andere Aromen. Genau. Sepp, was habt ihr jetzt vorgesehen? Ihr habt eine Schule organisiert oder was habt ihr gemacht? Ja, dass sie eigentlich am Montag bereits in die Schule gehen können. Am Montag noch mit dem Intensivkurs, zweimal in der Woche. Ja. Aha. Ich meine, das ist das Hauptproblem, Sprache. Ja, sicher am Anfang Sprache. Ja. Sami sagt, er darf nur Deutsch reden mit ihr. Ja. Sicher schon. Ist das so, Sami? Ja. Probier es. Ja, da ist. Nur Spanisch zu sagen. Ja. Es warten viele Anforderungen auf die junge Frau in dieser Welt, in der alles so anders ist als zu Hause. Szenenwechsel. In der Zwischenzeit haben Carlos und Manuela eine größere Wohnung in Altdorf gefunden. Und Manuela ist glücklich mit ihrem Sohn Caio, der jetzt gerade 6 Monate alt ist. Er ist eigentlich relativ ruhig, aber einfach langsam im Griff, wie er muss jammern, damit er das bekommt, was er will. Aber mittlerweile gibt es das gleich nicht immer. Wenn man es langsam erlegt, wenn dass es wirklich etwas braucht und wenn dass er einfach ein bisschen jammert. Ist das jetzt so, wie du dir es erträumt hast? Das ist besser. Viel besser. Ich würde ihn nie mehr angeben, so einen Schnüssel. Geht du? Ui! Guten Tag! Guten Tag! Carlos arbeitet in einem Baugeschäft und Manuela hat eine 30%-Stelle als kaufmännische Angestellte gefunden. Ihre Löhne reichen für ein gutes, aber bescheidenes Auskommen. Wie ist der so, der Caio? Wie ist er so? Unser Engel, das Schönste. Komm, Papi.
papita en la casa. ¿Para dónde vamos después? ¿Quieres jugar con papi, sí? Ñam, 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 ñam. Manuela, wo soll denn der Kaio mal aufwachsen? Also ich denke, also für Schule und die Sachen eher hier in der Schweiz. Auf die besseren Grundausbildungen. Gesundheitswesen ist besser. Aber er wird sicher auch Teilzeit in der Karibik sein. Also jetzt, bevor er in die Schule geht, kann man vielleicht auch mal so einen Monat, zwei durchgehen, wenn er noch klein ist. Dann später einfach so Sommerferien. Und ist das ein Konflikt zwischen dir und Carlos, über da oder dort aufwachsen? Manchmal, je nach Laune. Wenn er gerade irgendwie ganz fest Heimweh hat, dann kann es schon zum Konflikt werden, weil er findet, ja, aber es wäre gleich lässiger dort. Aber es war jetzt noch nie ein ernsthafter Konflikt. Danke. Kaio, der Stammhalter der Familie Feierabend, ist der ganze Stolz seiner Eltern. Manuela redet Deutsch und Carlos Spanisch mit ihm. Papi todavía no comenzado, mi Ana. Ahora que papi va a comenzar, tú quieres un poquito de la mía? Ja, ich habe immer geträumt, Kinder zu haben. Und das ist jetzt Zeit und ich finde es so schön, oder? Wir leben eigentlich gut. Wir haben eine schöne Wohnung, oder? Und wir leben einfach schön ruhig da. Wie viele Kinder möchtest du? Ja, kann man nicht sagen. So viel wie möglich. Und sollen die denn hier leben oder in der Karibik? Ja, da. Schwierig zu sagen, oder? Es hat Vor- und Nachteile. Da wegen Schule und so haben sie da besser, oder wenn sie später arbeiten und so weiter. Und nun eben, wenn ich nachdenke, oder das, was ich früher hatte als Kind, oder das kann man fast nur dort kriegen, oder? Und, ja. Was war denn das? Ja, man kann sagen, wir waren reich, oder? Nicht mit Geld. Aber sonst mit anderen Sachen. Und das war eine Zeit, oder, als Kindheit, wo in der Farm beim Vater, oder, da. Ja. Heutzutage ist es schwierig, wieder so zu haben, oder? Zurück im kleinen Haus von Sammy und Daira im Zentrum Altdorfs. Anderthalb Jahre ist es nun her, dass Daira in der Schweiz angekommen ist. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und ist meistens zu Hause und wartet dort auf Sammy, der eine feste Anstellung in einem Baugeschäft gefunden hat. Das kleine Haus liegt gleichsam zwischen den Kontinenten und eine Uhr ist immer auf die Zeit von Santo Domingo gestellt. Jene Zeit, die für sie die Zeit des Herzens geblieben ist. Sammy kommt wann immer möglich über Mittag nach Hause und manchmal hat man das Gefühl, die beiden lebten ganz für sich allein auf ihrem eigenen Planeten. Zweimal pro Woche geht Daira in den Deutschunterricht. Sie bemüht sich redlich und auch Sammy redet ab und zu Deutsch mit ihr. Doch es ist nicht einfach. Deutsch ist für sie die erste Fremdsprache überhaupt. Das Kleid ist ein Kleid oder das ist ein Kleid. Nominativ, Akkusativ, kein Unterschied, aber es ist das Kleid. Oder? Ich sehe eine Treppe. Sehr gut, ja. Was sehen Sie, Daira? Ich sehe einen Velo. Ein Velo. Fahren. Das Velo, ein Velo. Oder ich sehe ein Fahrrad. Was ist das? Das ist eine Schere. Was? Was sehen Sie? Ich sehe eine Schere.
Topf. Daira kennt fast nur Leute, die Spanisch sprechen und tut sich entsprechend schwer mit der deutschen Sprache. Was fehlt dir denn eigentlich hier im Vergleich zur Heimat? Ich habe dort drüben einfach mehr Freunde als hier. Hier habe ich keine. Wirklich? Hast du immer noch keine Freunde? Auch in der Schule nicht? Doch, in der Schule schon. Aber die sprechen auch kein Spanisch. Und so habe ich nur eine Freundin, die Spanisch spricht. Nur eine einzige? Ja. Unten im Haus der Familie Gisler in Flüelen befindet sich ein kleiner Coiffeursalon. Dort kann Daira ab und zu mithelfen und sogar selber Hand anlegen. Einfach wichtig, schön langsam. Ha? Ganz genau. Das ist sehr angenehm. Genau, so. Wenn sich der Kopf nicht bewegt, das ist sehr gut. Nur die Kopfhaut. Wie macht sich Daira so? Sehr gut. Ist wirklich, man sieht, sie hat die Hand. Sie sieht die Arbeit vor allem, das ist super. Aber die Sprachbarriere, das ist wirklich ein Problem. Die Sprache. Man ist natürlich drüben mit der Kundschaft zu reden. Ich glaube, wegen dem kommen da die Leute viel zum Coiffeur. Ja. Aber du hast die Hand dazu, für deine Arbeit. Jetzt musst du nur noch Deutsch lernen und dann könntest du eine Lehre oder eine Anlehre machen. Mhm. Das wäre so super. Jeweils samstags treffen sich die Feierabendbrüder zum Domino. Alle wohnen in Altdorf, alle sind sie fleißig und sparen Geld, denn alle haben das gleiche Ziel: zu Hause in der früheren Heimat ein Häuschen zu bauen. Pepe macht eine Lehre als Metallbauer und will später Polizist werden. Freddy arbeitet auf dem Bau und hat dieses Jahr die Rekrutenschule gemacht. Nur Carlos ist nicht mehr so oft hier anzutreffen, seit er Vater geworden ist. Dafür macht er jetzt Ausflüge mit seiner Familie. Eines ihrer liebsten Ziele, die Masoala-Halle im Zürcher Zoo mit ihrem tropischen Klima. Sie führen so etwas wie das Leben einer typischen Schweizer Kleinfamilie. Ja. Wenn er hierher komme, fühle er sich wie zu Hause, ganz beschwingt und zufrieden, sagt Carlos. Wie zu Hause in der Karibik eben. Schon die Luft erinnert mich schon wie zu Hause in der Karibik. Und die Bäume und so. Oder? Ja, schön warm. Und jetzt sowieso Winter draußen. Ja, wieso nicht? Also hast du doch immer noch so ein bisschen Heimweh nach der Karibik? Ja, klar. Das hätte jeder, oder? Seine Heimat. Und so hat Carlos zumindest im Zoo einen Ausgleich gefunden zwischen seinen beiden Wurzeln, den Tropen und den Alpen, der Schweiz und der Karibik. Zwei Welten, nahe beieinander und doch weit entfernt.